Wir sind wieder live beim katholisch.de Stand im Nikolaikirchhof beim 100. Katholikentag in Leipzig. Wir haben heute zu Gast am Stand Erik Flücke. Erik Flücke ist Geschäftsführer einer Strategieberatung und hat ein Buch geschrieben, in dem er fragt, wie verreckt die Kirche an ihrer Sprache, der Jargon der Betroffenheit. Seht, da ist der Mensch. Das ist das Motto des 100. Katholikentags in Leipzig. Herr Flücke, was macht das mit Ihnen? Das ist so eine Frage, wie sie, glaube ich, in der Kirche gerne gestellt wird. Was macht das mit Ihnen und dann auch das Motto? Ich kann die tatsächlich beantworten, weil ich jahrelang eine kirchliche Biografie hinter mir habe. Aber ich glaube, es gibt hier in der Stadt mit einem Katholikenanteil von 4% unendlich viele Menschen, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was jemand von einem will, der fragt, was macht das mit dir? Sie machen Werbung, Sie sind in der Strategieberatung tätig und haben jetzt festgestellt in Ihrem Buch Der Jargon der Betroffenheit, dass wir in der Kirche das nicht so drauf haben, so zu sprechen, dass es bei den Leuten ankommt. Was macht die Kirche falsch? Also erstmal ist es nicht so, dass es alle in der Kirche falsch machen. Es gibt auch in der Kirche echte Ausnahmetalente, großartige Sprecherinnen und Sprecher, Leute, die auf den Punkt überzeugen können. Aber tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass der Mainstream dessen, was in Kirche kommuniziert wird, ziemlich schlecht funktioniert. Es erreicht die Leute nicht, das klappt nicht. Und es beginnt bei Kleinigkeiten, wie beispielsweise Wortspielen, die man hier überall lesen kann, Begeisterung und dann ist Geist zwischendrin fettgeschrieben, weil man den Versuch unternimmt, was Kreatives machen zu wollen. Gleichzeitig geht es aber auch damit weiter, dass wenn ich das Wort zum Sonntag im Fernsehen schaue, es die einzige Sendung ist, bei der die Satzmelodie von den Sprecherinnen und Sprechern einfach jedes Mal falsch gemacht wird und die Betonung immer an der falschen Stelle im Satz ist. Und das ist schon was, was innerhalb von der Kirche gelernt wird und was dann ständig sich reproduziert und was dafür sorgt, dass, wie heute Morgen mir jemand gesagt hat, dass das einfach scheiße klingt. Sie beraten Politiker, Politikerinnen im Wahlkampf. Was raten Sie denen, damit sie nicht scheiße klingen? Ich glaube, ich rate denen das Gleiche, wie ich auch Leuten in der Kirche rate. Unternehmt nicht den Versuch, euch komplett glatt zu bügeln, dass man am Ende nichts mehr rausziehen kann. Also die Leute sind, glaube ich, zu Recht frustriert von Politik, wenn dieser typische Politikersprech kommt, nämlich irgendjemand sagt etwas, bei dem ich am Ende sage, viel Text, aber keine Botschaft. Und in der Kirche ist es ja ganz ähnlich. Also da wird ziemlich viel Text produziert, häufig in so Kettensätzen, Jesus lädt dich ein, ja, er lädt dich auch wirklich ein zu seinem Mahl, sein Mahl, wie er es mit den Jüngern gefeiert hat. Ziemlich viel Text für ziemlich wenig Botschaft am Ende. Und ich rate den Leuten schlicht und ergreifend, sprecht doch einfach in der Verkündigungssituation genauso mit mir, wie er es jetzt gerade tut, im Vorgespräch. Weil das Spannende, was ich immer wieder erlebe in der Kirche ist, man redet mit jemandem an einer Theke, in einer Bar, an einem Kaffeetisch, bei einem Stück Kuchen, alles ist ganz normal. Derjenige geht in eine Kirche, stellt sich an den Ambo und beginnt plötzlich seltsam zu sprechen. Und können Sie auch ein Beispiel nennen, wo Sie eine gute Predigt gehört haben? Was macht diese Predigt aus? Weil einfach nur so zu sprechen, wie man immer spricht, zu einer Predigt müsste ja eigentlich auch mehr gehören. Wie schafft man es, diesen Spagat zwischen nah bei den Leuten, aber gleichzeitig auch noch Inhalt zu vermitteln und auch einen theologischen, großen Inhalt zu vermitteln? Also Ich beginne mal vielleicht mit einer Geschichte, die mir tatsächlich passiert ist, die auch in dem Buch mitverarbeitet ist. Da meldete sich ein junger Priester bei mir und sagte, ich muss demnächst mal vor richtig wichtigen Leuten predigen. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es gut ist. Und ich habe gelesen, dass du irgendwie im Internet geschrieben hast, dass Kirche immer so langweilig klingt, darf ich dir mal meinen Text schicken. Und das hat er auch gemacht. Und ich habe ihn danach gefragt, ob ich über diese Begegnung schreiben darf. Und das hat er mir erlaubt, weil ich ihn sofort anrufen wollte und ihn um die Telefonnummer bat, weil dieser Text einfach ganz, ganz schrecklich war. Der hat den Versuch unternommen, irgendwie in drei Schleifen noch eine theologische Exegese einer Bibelstelle, die Ersten werden die Letzten sein, zu machen und gleichzeitig irgendwie einen Aufhänger gehabt, dass die an irgendeiner eine Art Silvesterlauf teilgenommen hatten und als kirchliches Team T-Shirts anhatten, auf denen die Ersten werden die Letzten sein drauf stand, also quasi die Ausrede, warum sie nicht gewinnen, schon mit drauf gedruckt.
Und was da passierte, war, dass der am Anfang diese Anekdote von dieser Laufveranstaltung hatte. Und er hat eigentlich die ganze Bibelstelle in dem Moment banalisiert. Was dieser junge Mann dann gemacht hat, ist, wir haben uns darüber unterhalten und ich habe gesagt, du sitzt vor so wichtigen Entscheidungsträgern, die ständig sich größer machen als andere, die ständig erzählen, dass sie besser sind und dass die anderen die Bösen sind. Spiel doch einfach mal genau mit diesem Momentum. Also nimm doch diese Frage und adressiere sie direkt ans Publikum. Wann haben Sie sich das letzte Mal wieder zu den Größten erklärt? Wann haben Sie das letzte Mal Kompromisse gemacht, an die Sie selber nicht glauben? Wann haben Sie anderen vorgeworfen, dass sie Kompromisse machen, obwohl sie wissen, dass es zum ganz normalen Alltag in diesem Job gehört? Und er hatte Sorge, dass da vielleicht jemand rausgeht, ja, oder sauer auf ihn ist. Und dann sagte ich, aber dann hast du es doch geschafft, dann ist doch was passiert. Und nach einer Weile meldete er sich dann auch ein bisschen glücklich und sagte, er hätte es jetzt ausprobiert und es wäre wirklich einer aufgestanden und richtig empört rausgerannt und hätte sich richtig beschwert und andere hätten ihn gelobt. Aber was da, glaube ich, in dem Moment passiert und was ich gut finde und was ich von meiner Kirche will, ist, dass eine Predigt nicht vorbeischrammt, sondern dass man sich an ihr auch noch einen Spreißel ausreißen kann, weil sie eine Botschaft hat. In Ihrem Buch geben Sie auch ganz praktische Tipps, 4 Tipps, die jeder Prediger beherzigen soll, damit seine Predigt dann am Ende auch ankommt und gehört wird. Was sind die Tipps? Also das sind eigentlich die gleichen wie für jede gute Rede. Das Erste, was ich immer hinkriegen muss, ist, dass ich überhaupt mal relevant bin. Ich finde, so ein Drama, das theologisches Sprechen irgendwie mit Joghurtbechern beginnt. Ich habe heute Morgen eine Textsequenz eines Wort zum Sonntags gehört, wo es wirklich um einen Joghurtbecher ging am Anfang. Oder dann irgendjemand erzählt, dass er gerade einen Ball prellt oder dass 2 Jugendliche sich angeblich fiktiv unterhalten haben. Wenn ich Relevanz maximieren will, das ist gar kein werberisches Verfahren, sondern da muss ich schauen, was in der Welt gerade los ist. Und beispielsweise lohnt sich dann auch wirklich mal der Blick in die Bild-Zeitung, auch wenn es weh tut zuweilen. Aber es lohnt sich dort nachzuschauen, was sind die Themen, über die heute auf der Straße geredet wird, um dann in einer anderen Qualität darüber zu sprechen. Ja, ich muss nicht stehen bleiben bei dieser Bild-Zeitungs-Headline, aber ich brauche den Anlass, um den es geht. Das Zweite, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Emotionen fehlen. Und an manchen Stellen haben wir in der Kirche einfach so einen emotionstriefenden Überhang. Dann werden irgendwelche Tücher in die Mitte geworfen oder die Rose von Jericho entfaltet sich oder wir müssen irgendwelche Kraftsteine aneinander klopfen. Da geht es dann irgendwie um das Schüren von Emotionen. Viel spannender ist, wenn jemand authentisch eine eigene Emotion nach außen trägt. Also wenn ich mich hinstelle und sage, es regt mich wirklich auf, es empört mich. Oder wenn ich auch wirklich mal aus dem Ton falle und sage, es kotzt mich an. Es gibt übrigens Studien darüber, dass Menschen, die auch mal fluchen, von Menschen als glaubwürdiger wahrgenommen werden. Ich höre zu selten Priester fluchen. Ich höre auch zu selten Leute, die anderen Menschen eine christliche Botschaft überbringen, mal richtig auf den Putz hauen. Ja, und da möchte ich mehr von. Und ich glaube, das Letzte ist auf jeden Fall, dass es auch theologische Substanz braucht. Und dann bin ich auch zuweilen wirklich entsetzt, was ich da höre. Also da bin ich in irgendeinem Gottesdienst und dann muss ich tatsächlich irgendwelche Worte auf Zettel schreiben und ich denke mir, und ihr habt 10 Semester Theologie studiert und das ist es jetzt? Also wirklich? Und da erwarte ich am Ende mehr Substanz. Wir versuchen das ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Das neue geistliche Liedgut ist voll mit Sitz im Leben. Und da reden wir auch über die relevanten Dinge, über die Sahelzonen der Einsamkeit. Und wir stellen uns vor, wie das kleine Senfkorn Hoffnung wächst und weiter wächst und Früchte trägt und so weiter. Eigentlich wird das in der Kirche ja schon versucht, aber was funktioniert denn dabei nicht? Da zitiere ich jetzt mal jemanden, den ich sehr gerne lese. Jetzt kommt der Schleimteil. Ich zitiere mal Sie. Sie haben mal einen Text vor, ich glaube, 2 Jahren oder so geschrieben. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssätze über Kirche. Der heißt, die Kirche ist 2-mal in den 70er Jahren hängen geblieben. Einmal in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts und einmal in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, es ist so, also dieses neue geistige Liedgut, also Entschuldigung, aber das ist doch auch irgendwie flach, oder? Das hat vielleicht mal eine Zeit gepasst, aber heute will ich auch ins Wasserfeld einen Stein nicht mehr hören. Also ich finde es entsetzlich substanzlos. Und das ist auch von der Tonalität und allem heute überhaupt nicht mehr funktional. Also als es geschrieben wurde, gab es wirklich Menschen, die mit einer Gitarre auf einer Wiese saßen und vor sich hingeklampft haben. Heute haben die Leute ein iPod dabei und hören und spielen direkt Musik ab. Und die hat eine andere Qualität und eine andere Tonalität. Aber seit 40 Jahren müssen wir das gleiche Zeug ertragen. Und da sind mir einfach die Modernisierungszyklen in der katholischen Kirche, was solche Dinge angeht, viel zu langsam. Und das Drama daran ist, dass wir ja immer nur so impulshaft dann einen Sprung nach vorne schaffen. Also dann in den 70er Jahren hat es mal geklappt mit dem Vatikanum II, mit der Veränderung ist in dem Moment wirklich ein Aufbruch spürbar gewesen und dann bleiben wir dem Aufbruch hängen und dann altern unsere eigenen Leute, die damals zum Beispiel in viele Positionen reingekommen sind, zum Teil in neue Berufsbilder mit und haben überhaupt keinen Anlass in der Kirche, sich selbst zu modernisieren. Mir sagte mal jemand, ich sage jetzt nicht wer, aber mir sagte mal ein katholischer Funktionär,
Die schwierigste Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe, war das Berufsjubiläum der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, weil ich habe noch nie eine Veranstaltung erlebt für ein Jubiläum, bei dem so viele Menschen so unmöglich hässliche Pullover anhatten. Es besteht ja immer die Gefahr, wenn man sich modernisiert, dass man sich anbiedert, ranwanzt an die moderne Gesellschaft. Das scheint mir ja auch ein Problem zu sein, das in Ihrem Buch immer wieder angesprochen wird. Wie kommt man dahin, dass man tatsächlich authentisch in der Zeit spricht und eben nicht sich ranwanzt? Ich glaube, authentisch beginnt erstmal damit, dass ich mir überlege, wer ich bin und wo ich stehe und was ich wirklich sagen will. Ich habe kürzlich davon gehört, dass ein Priester mit einem Laserschwert über Star Wars gepredigt hat. Vielleicht mag der Star Wars. Aber ist es eine authentische Füllung der Priesterrolle, wenn ich mit dem Laserschwert im Altarraum rumlaufe? Nee, also es ist völlig dämlich. Also es ist ein peinliches Ranwanzen an eine andere Zielgruppe, so wie Sie es eben beschrieben haben. Ich glaube, dass authentisch sein Folgendes erfordert. Es erfordert erstmal, dass ich mir überlege, wer bin ich, wo stehe ich, was will ich sagen und dass ich dann anfange, möglichst wenig Shishi drumherum zu machen, sondern meine eigene Botschaft bringe. Ich finde es so seltsam, dass so viele Leute in der Kirche einfach gleich klingen, obwohl die doch eigentlich unterschiedliche Positionen haben müssten. Und es muss doch einen Unterschied machen, ob ich in der einen Kirche der Predigt zuhöre oder in der anderen Kirche der Predigt zuhöre. Ich habe das Gefühl, ich höre den ganzen Tag Einheitssuppe. Und das macht mich, ja, am Ende macht es mich wütend oder auch traurig und im schlimmsten Falle finde ich es eher beschämend. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was übrig bleiben darf, wenn es ums Sprechen geht, dass die Leute einen angucken und Mitleid haben. Wenn man Ihre Kritik am kirchlichen Milieu hört, dann könnte man denken, Sie sind fest im konservativen Spektrum verwurzelt. Sie werden zurzeit auch sehr lobend zitiert von der evangelikalen Nachrichtenagentur IDEA und auch im katholischen konservativen Bereich werden Sie stark rezipiert. Wenn man Ihr Buch liest, dann stellt man fest, dass Sie sich ganz positiv auf Ihre Zeit im Jugendverband in der KJG berufen. Das ist ja sehr interessant, dass Sie, obwohl Sie direkt aus diesem Wohlfühlmilieu kommen, trotzdem so eine scharfe Kritik äußern. Was ist es denn dann, was dieses Milieu, das Sie doch so positiv beschreiben, immer noch stark macht? Und Sie machen es stark in Ihrem Buch. Also ich habe mich ganz bewusst entschieden, dass ich in der theologischen Frage zwischen einer liberaleren Kirche und einer konservativeren Kirche in diesem Buch gerne positionslos bleiben möchte, weil das Drama der Sprache liegt auf beiden Seiten vor. Also wenn ich in reinen Bibelzitaten und Wortbildern so spreche, als würde ich im 19. Jahrhundert hängen oder in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts hängen, dann funktioniert das genauso wenig wie diese ganzen salbungsvollen, emotionstriefenden, überfrachteten, bunten Tücher und Kraftstein- und Energiespürgeschichten, die im liberaleren Teil der katholischen Kirche stattfinden. Ich glaube, das, was wir hinkriegen müssen in der Sprache ist, tatsächlich auch Unterschiede verstehbar rauszumodellieren. Also ich höre gerne auch mal konservativere Theologen, weil es eine andere Position ist. Aber was halt spannend ist, ist, wenn man sie versteht, diese Position. Also ich erinnere mich beispielsweise, dass Papst Benedikt mal im Bundestag eine Rede gehalten hat, die, glaube ich, in diesem Plenarsaal niemand verstanden hat. Oder vielleicht 5 Leute. Also niemand kapiert hat, was der ihm erzählt hat. Und danach lauter Leute rauskamen, die gesagt haben, ah, total toll, der hat eine ganz liberale Rede gehalten. Und Konservative liefen raus und haben gesagt, total toll, der hat was ganz Konservatives erzählt. Also offensichtlich ist er nicht verstanden worden, wenn Leute, die diametral auseinanderliegen politisch, am Ende beide glauben, er hat sie bestätigt. Das kann man dann am Ende sagen, ja, dann hat er ja alles richtig gemacht, also total gut gelaufen, alle mögen den. Ist das aber der Job von Theologie, dass uns alle mögen? Also auch Jesus Christus hatte definitiv mehr Feinde als Freunde in seiner eigenen Lebenszeit und hat es, glaube ich, auch bewusst drauf angelegt. Also einfach mal durch den Tempel gehen und die Tische umschmeißen. Also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie dezent zurückgenommene, würdevolle Haltung, die ich da zeige, sondern es ist einfach mal auf den Putz hauen und zu sagen, es gibt einen Punkt und wenn ich den mache, dann ziehe ich ihn komplett durch. Das ist natürlich das diametrale Gegenteil von dem, was wir etwa im Wort zum Sonntag sehen. Wir scheinen nicht in der Lage zu sein, Glauben zu kommunizieren, sodass irgendjemand außer unserem Binnenkreis damit wirklich was anfangen kann. Wie würden Sie ein Wort zum Sonntag sprechen? Ich habe sogar eins umgeschrieben. Also das habe ich, ist auch ein Kapitel in diesem Buch, dass ich mich hingesetzt habe und habe ich ein Wort zum Sonntag gehört von jemandem, der übrigens schön spricht, vom Pfarrer Alfred Buss, der
mir aber einfach zu soft war. Es war mir zu nett. Der hat nämlich über Krieg gepredigt und darüber, dass doch alle bitte mal jetzt mehr auf den Frieden achten sollten. Und ich finde es halt so, also ich finde es schon fast ungehörig, diese theologische Position, obwohl ich diesen Pfarrer schätze, weil er sich hinsetzt und sagt, jetzt müssen doch mal alle Schritte zum Frieden gehen. Aber was mache ich denn, wenn ich in so einer Wüste rumsitze und gegenüber von mir eine islamische Miliz auf mich zukommt, einfach alles abschlachtet und die überhaupt kein Interesse dran hat, mit mir in Frieden rauszuarbeiten. Und am Ende erwarte ich eigentlich auch von einem Wort zum Sonntag, dass jemand Dinge so sagt. Da ist jemand, der schlachtet andere ab und was machen wir denn jetzt? Dann ist nämlich zum Beispiel, dann kann ich über Friedensgebete sprechen. Das finde ich super spannend. Es ist, ein Friedensgebet wird nicht dafür sorgen, dass dieser Krieg zu Ende geht. Aber ein Friedensgebet ergibt so viel Sinn, weil ich da drin bete, dass ich zu einer Entscheidung kommen kann. Ob die nun heißt, dass man Waffen an die Peschmerga liefert oder ob die heißt, ich halte mich zurück oder ich lasse Menschen sterben, weil für eine friedliche Position. Es können ganz unterschiedliche Lösungen sein. Aber was ich doch eigentlich im Gebet suche, ist die Kraft, um dann am Ende als Mensch handeln zu können und nicht die Delegation der Gesamtaufgabe an Gott und mich dann zurückzulehnen und zu sagen, ja Chef, dann mach jetzt mal Frieden. Sondern es ist immer noch unser Job, das am Ende hinzukriegen mit Gottes Hilfe. Papst Franziskus wird gerade sehr dafür gelobt, dass er so spricht, dass Menschen begeistert von ihm sind. Ist er ein gutes Beispiel in seiner Sprache? Was macht Franziskus richtig? Was macht er aus Ihrer Sicht falsch? Also Franziskus ist ein fantastisches Beispiel, weil es seit langem mal irgendwie wieder jemand ist, den man versteht. Das ist auch das Problem, das er hat anzuweilen. Ja, also wenn man nur an dieses unter welchen Konditionen man Kinder schlagen kann, Zitat, denkt, ja, dann kann man auch sicher sein, da geht eine Welle der Empörung los. Da sind alle richtig sauer, weil man ihn verstanden hat, was er in diesem Flugzeug gesagt hat. Aber am Ende ist es doch besser, als wenn ich irgendwelche akademischen Elfenbeinturmsätze sage, bei denen alle da nur davor sitzen und sagen, irgendwas hat der Papst gesagt, aber keine Ahnung was. Von dem her finde ich ganz viele Signale, die Franziskus sendet, spannend, weil sie A, verstehbar sind und zweitens, weil sie in einem ganz hohen Maß authentisch an ganz vielen Stellen zusammenwirken. Er ist in einer einfachen Sultane unterwegs. Er ist erkennbar jemand, der sich nicht mit Prunk umgibt. Das ist auch gespiegelt die Botschaft, die er tatsächlich unters Volk bringen will. Und die passt auch noch zu seinem eigenen Messias und der Art und Weise, wie der verkündet hat. Also da passen viele Dinge ineinander und funktionieren. Und dementsprechend hat Franziskus, glaube ich, viele begeisterte Fans, aber der hat auch echte Gegner. Und ich glaube, als Theologe kann ich mich nicht durchlavieren, indem alle mich nur so lauwarm okay finden, sondern die Menschen müssen mich lieben und sie müssen mich hassen. Erst dann habe ich was richtig gemacht. Sie beschreiben in Ihrem Buch ein Du-Milieu und ein Sie-Milieu. Was hat es damit auf sich in der Kirche? Ich wollte unbedingt auch ein Wortspiel machen. Nein, also ich habe tatsächlich eine Unterscheidung gesucht, bei der ich gedacht habe, gibt es irgendwas, worüber man sich dann in Kirche gut weiter unterhalten kann? Und dann ist es quasi eine Art Gesprächsimpuls, bei dem ich beschreibe, es gibt eine Per-Du- und eine Per-Sie-Kirche. Die Per-Sie-Kirche ist das, was wir gemeinhin sehen können. Bischöfe, die mit rosa Hütchen durch die Gegend laufen. Entschuldigen die Wortwahl, ich mache das jetzt einfach mal einfach. Die mit rosa Hütchen durch die Gegend laufen, Priester, die den Priesterkragen zeigen, Kirchen aus Stein, offizielle Verlautbarung und die Kirche als Behörde oder als Großinstitution. Das kann ich von außen sehen. Ehrlich gesagt, wir alle, die wir uns seit Jahren in Kirche bewegen und uns da eigentlich ganz wohl fühlen, kennen doch eine ganz andere Kirche. Das ist der Teil, den ich Per-Du-Kirche nenne. Wir sind nämlich meistens Per-Du. Also auch wir sind ja eigentlich Per-Du, wir siezen uns jetzt gerade fürs Internet, weil wir uns einfach kennen. Ja? Und wahrscheinlich bin ich mit jedem, hier vor dem Raum stehen ganz viele Leute mittlerweile, in dem wir sprechen, wahrscheinlich würde ich auch fast alle da draußen duzen, wenn wir das Gespräch beginnen und ganz viele Leute umarme ich hier auf diesem Katholikentag, weil ich hier so viele kenne. Das ist eine ganz, ganz nahe Geschichte, die man miteinander hat. Das ist ein echtes Begegnen zwischen Menschen. Aber mal abgesehen vom Katholikentag hat das keine Oberfläche. Also hier laufen Bischöfe im ganz normalen Pulli rum. Ich kann die aber niemals im Fernsehen in so einer ganz einfachen Art und Weise treffen, wie ich die innerhalb der Kirche sehen würde. Und das löst für mich am Ende aus, dass Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, ich habe ein paar Kollegen, die Kirche nicht kennen, die tatsächlich beschreiben, aber das ist doch nur so ein großer Zombie-Organisationsmoloch. Eigentlich ist es doch eine Riesenbehörde. Und dann erzähle ich immer, nee, ja, es gibt schon diese Behörde, aber es ist an der Kirche nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass die Leute zusammen essen, dass sie zusammen trinken, dass sie sich unterhalten, dass sie sich umarmen, dass sie sich mögen und dass sie sich füreinander interessieren. Und ich glaube, dass es völlig egal ist, ob ich in einem liberaleren Verband oder einem konservativeren, ob ich im katholischen Frauenbund unterwegs bin oder in einer priesterlichen Weggemeinschaft. Immer sind es diese ganz engen menschlichen Beziehungen, die für Leute Kirche prägen. Und dann muss es unser Job sein, dafür zu sorgen, dass diese prägenden Beziehungen von Menschen untereinander eine Oberfläche bekommen. Und dann
kann ich das auf so einen einfachen Satz bringen, für den ich wahrscheinlich in der Kirche schnell mal verprügelt werde? Ich wünsche mir mehr Oberflächlichkeit in der Kirche, was aber nicht heißt, dass ich theologische Substanzlosigkeit predigen möchte. Mehr Oberflächlichkeit, aber keine Substanzlosigkeit, das wünscht sich Erik Flügge, unser Gast hier beim Stand von katholisch.de. Erik Flügges Buch, Der Jargon der Betroffenheit, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt, ist gerade im Kösel Verlag erschienen und wenn Amazon es auf die Reihe kriegt, können Sie es auch demnächst kaufen. Erik Flügge, vielen Dank für das Interview. Wir bleiben hier noch eine Weile live am Stand von katholisch.de. Dankeschön.